Hallo und herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist. Ja, um was geht's denn heute? Heute geht's um Unfallinstandsetzung. Heute zeige ich dir, welche Fehler du in Zukunft vermeiden solltest, um bei Unfällen keine Fehler zu machen. Denn es sind nämlich dein Auto und du entscheidest über die Reparaturart. Los geht's! Ich sage immer, es ist dein Auto und du sollst über die Reparaturarten entscheiden. Was heißt hier aber, du sollst über die Reparatur entscheiden? Das heißt auch, dass du über die Reparaturarten dich informieren sollst. Nicht einfach nur hingehen und über dich alles ergehen lassen. Heute bringt das alles nichts mehr, denn die Zeiten haben sich geändert. Es wird keiner in dich hineinhören und dich fragen, hat er Geld, hat er kein Geld? Nein, du kommst in die Werkstatt und los geht, das Ding wird zerlegt, lackiert, zusammengebaut und auf Wiedersehen. Ja, so ist es ganz normal. Aber ich sag dir, informiere dich selber über die Reparaturarten, entscheide selber über deine Vorgehensweise. Rede mit dem Gutachter, rede mit der Werkstatt. Also handle selber. Gedanken, Denken anfangen und selber handeln. Das ist sowas von wichtig, weil da sparst du so viel Geld bei Unfallinstandsetzung. Vor allem zur heutigen Zeit, wo wir so viele verschiedene Werkzeuge haben. Natürlich haben wir ein Werkzeug, was schweineteuer ist und ein sehr hoher Aufwand für technische Schulungen zum Beispiel darstellt. Und dann natürlich auch die Kosten dafür, weil das ist ja jetzt, je teurer die Schulung oder das Werkzeug an sich, umso teurer sind ja auch dann die Kosten, die Reparaturkosten. Okay. Welche Möglichkeiten gibt es für dich als Kunde bei Unfallinstandsetzung? Es gibt natürlich einmal Instandsetzen, wie es im Wort heißt, Instandsetzen und dann lackieren und dann wieder zusammenbauen. Erste Methode. Dann gibt es auch diese sanfte Instandsetzungsmethode. Da wird nicht lackiert, aber es heißt ja auch, dass hier nur kleine Dellen repariert werden können. Das ist die zweite Methode. Und dritte Methode ist einfach dann Austauschen von diesem beschädigten Bauteil, was auch sehr oft angewendet wird, weil es natürlich sehr hohen Umsatz mit sich bringt. Ja, und jetzt legen wir los. Ich habe nämlich hier einen Unfallschaden. Das Auto ist geparkt, ein Auto kommt rein und erwischten genau hier im Eck. Als allererstes überprüfen wir sanfte Instandsetzung, das heißt ausbeulen ohne lackieren. Warum? Diese Methode bewahrt den Originalzustand deines Fahrzeugs. Diese Methode erzeugt keine Wertminderung in deinem Auto. Was heißt das für dich? Originalzustand, Wertminderung. Geh mal durch. Wir lackieren dieses ganze Seitenteil. Orange. Ich garantiere dir, dass wenn du das lackierst, dann wird das nie wieder zu den anderen Sachen passen. Weil diese Farbe ist sehr schwer zu treffen. Und ich habe mit einigen Lackierern gearbeitet und alle haben dasselbe Problem. Es ist einfach sehr, sehr schwer, damit zu arbeiten. Der einzige Grund, warum das so ist, weil keiner auf den Herstellern zuläuft und sagt, hey Leute, ihr könnt doch keine Lacke entwickeln, die wir danach nicht mehr reparieren können. Lackierung passt nicht. Ein Problem hoch 10, was dann mit einer aufwendigen Beilackierung nochmal an Zusatzbauteilen nur zu entfernen ist. Also dass der Lackanpassung nicht mehr da ist. Und dann passt der Lack aber trotzdem nicht, weil eine Seite ist etwas heller oder dunkler und die andere Seite ist dann heller oder dunkler. Super. Und mein ganzes Auto ist lackiert. Eine Wertminderung hoch 10. Und weißt du warum? Spätestens beim Verkauf wirst du es merken. Du verkaufst jetzt das Auto nach 3 Jahren. Kommt ein Kunde, ich bin ein Kunde, du bist jetzt der Verkäufer. Ich sage zu dir, ist der unfallfrei? Ich sage dir, hey, das ist lackiert, die ganze Seite ist lackiert, was war denn da? In meinem Kopf, weißt du, als Käufer, was in meinem Kopf sich abspielt, scheiße, da war die ganze Seite kaputt. Und jetzt will er mir die Karre verkaufen. Oder? Denk einfach mal nach. Und du hast dich wegen diesem Schaden entschieden, die ganze Seite zu lackieren. Sondern nicht du, sondern dein Gegenüber, der umsatzgesteuert handelt. Der von dir einfach für das viel Geld will. So, du sagst, ja, aber da war nur eine kleine Delle. Und die mussten das ausrichten. Dann sage ich, naja, also ich verstehe dich. Aber glaub mir, das glaube ich dir nicht. Weil wegen einer kleinen Delle musstest du die ganze Seite lackieren? Das glaube ich nicht, das würde ich doch niemals machen. Verstehst du, was ich meine?
Und deswegen sage ich immer, den Originalzustand, solange es geht, beizubehalten. Lass dein Auto einfach nicht immer sinnlos lackieren oder irgendwelche Teile austauschen. Denn mit der sanften Instandsetzungsmethoden, die auch im Werk entstanden sind, die sind im Werk bei dem Hersteller, bei BMW, bei Mercedes, überall werden sie immer noch eingesetzt. Aber wir wollen sie hier nicht anwenden, weil angeblich sollen die keine Rendite bringen. Bullshit, hoch 10. Ich mache das hier seit 10 Jahren und ich sehe, wie glücklich meine Kunden sind. Sonst würde ich dieses Video gar nicht machen. Und ich habe diese Macht erkannt. In dieser Technik steckt so viel Positives, dass die nicht mehr versteckt werden kann. Und jetzt will ich nicht mehr so lange reden, sondern ich will dir zeigen, wie ich hier denke. So, und los geht's. Ich habe das jetzt schon vorbereitet, wie du siehst. Das Rücklicht ist schon ausgebaut und der Föhn liegt dafür da, um das Blech warm zu machen. Das ist die Delle und hier ist er angedutscht. So. Ich habe den Lack, also da waren leichte Schleifspuren, die habe ich jetzt rauspoliert. Und das ist das allererste, was man machen muss. Man muss gucken, ob der Lack beschädigt ist. So, stell dir mal vor, dieses Bauteil zu lackieren. Weißt du, was das kostet? Natürlich ist es auch eine große Delle, aber wenn ich dir sage, dass ich es reparieren kann, und das zeige ich dir jetzt, dann ist es wohl nicht so groß genug, dass hier lackiert werden muss. Merkt ihr das? Denn mich würde es narrisch freuen, wenn wir wieder anfangen, uns für vernünftige Sachen zu entscheiden und einfach uns als Autofahrer nicht nochmal zu belasten. Und warum sage ich das jetzt? Weil alle Schäden, die wir nicht richtig reparieren, das heißt umsatzorientiert reparieren und aus Kleinschäden Großschäden machen, merken wir in der Versicherung. Die Versicherungsbeiträge steigen. Und wir bezahlen sie, nicht die Reparaturwerkstätte, sondern wir als Autofahrer bezahlen sie. Und ich genauso. Klar, ist eine große Delle, braucht man nicht drüber reden. Aber wenn ich einen Experten kenne und keinen Spezialisten, merkt ihr das, dann ist das auch hier keine große Delle. Am Anfang wärme ich immer die Delle auf, einfach gewisse Spannungen im Blech rauszunehmen, und dann wird einfach hier mit einem Hebel, hier habe ich zum Beispiel einen Hebel mit Kunststoffschutz, damit ich innen auch nicht so viel Lack verletze. Und da versuche ich, wie du jetzt gerade auch erkannt hast, die Delle einfach soweit es geht nach vorne zu bringen, also rückverformen, um einfach die gewisse Spannung, die in der Delle ist, weil du siehst ja, die Delle ist auch in der Kante. Und da ist auch einfach, und auch in der Rundung noch vom Seitenteil, und da ist einfach sehr viel Spannung drin. Und die gilt es als erstes zu lösen. Und das ist einfach drücken, klopfen, drücken, klopfen, drücken, klopfen und immer wieder drücken, klopfen. Und irgendwann mal in circa 2-3 Stunden ist die Delle auch hier draußen. Warum das dann doch so lange dauert? Weil ich zwischendurch immer auch das Blech, das bearbeitete Blech, ruhen lasse. Weil wenn du an dem Blech arbeitest, wird es immer gestresst. Und ich sage, wenn du es die ganze Zeit nur unter Stress hältst, dann ist die Reparatur auch nicht so toll, als wenn du es mal zwischendurch ruhen lässt und das wieder zur normalen Stabilität findet. Und dann ist die Reparatur so, wie du jetzt auch gerade erkennen kannst. Alles schön rückverformt, kein Restbild, Lack im Originalzustand und ja, ein schönes Auto wieder, ohne die Delle. Ja, und in diesem Video habe ich ja deutlich gezeigt, dass auch große Dellen zu reparieren geht, weil wirklich mit der sanften Instandsetzungsmethode können wir sehr viel reparieren, weil einfach das Werkzeug sich jeden Tag neu entwickelt. Es sind wirklich Leute da, die ständig am Werkzeug arbeiten, die ständig an den neuen Herausforderungen arbeiten. Und wir, die Dellentechniker, die Dellendoktoren, wie auch du uns nennen magst, wir sind dann auch bereit, diese Technik anzunehmen und sie auch anzuwenden, um einfach die Ergebnisse oder diese Grenzen der sanften Instandsetzung immer Schritt für Schritt nach oben zu verschieben.
Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann teile dieses Video mit deinen Freunden, weil es gibt nichts Besseres, als wir gute Informationen weiterzugeben. Und denkt jedes Mal nach, wenn ihr irgendeinen Schaden habt, denkt erstmal nach, wo geht sie hin, oder vergleicht es einfach, auch wenn ihr trotzdem den ersten Schritt, den Gewohnheitsschritt sozusagen, ich nenne ihn Gewohnheitsschritt, weil wenn wir immer zu demselben gehen, der vielleicht nicht alle Methoden sehr gut beherrscht, weil ich bin, ganz kurz nur zurück, ich bin ja auch nur Karosserie-Expertin, ja? Ich kann ja nur über Karosserie-Sachen erzählen. Über Motoren muss ich mich auch immer an Motorenexperten wenden, das tue ich genauso. Also wenn du jetzt zum Beispiel zu mir kommst mit einem Unfallschaden, wo auch die Achse betroffen ist. Meine Werkstatt ist wirklich nur auf Außenhautkarosserie ausgelegt. Hier bin ich der König. Aber alles andere, da suche ich mir die Könige und arbeite mit denen zusammen. Weil du kannst alleine, kannst du nicht heutzutage in allen Bereichen ein Experte sein. Ich bin ein Fachmann in meinem Gebiet durch die Kraftfahrzeugtechnikermeisterausbildung. Ich kenne mich über die Autos wirklich aus, und zwar in allen Fällen, weil ich bin seit 24 Jahren der Industrie ja treu geblieben und versuche mich jeden Tag immer noch zu verbessern, erfahre auch sehr viel Neues immer noch dazu, aber trotzdem, wenn es um die Reparaturen geht, haben wir immer die Experten, wir haben Entwicklungsschritte. Ich habe mich einfach in diesem Bereich entwickelt, der andere entwickelt sich im elektronischen Bereich. Ich zum Beispiel mochte auch sehr stark Elektronik, ich habe Spezialaufträge gehabt, die könnte ich fast sagen aus der ganzen Welt. Aber trotzdem ist das für mich nicht das gewesen, was ich hier mit der sanften Instandsetzungsmethode mache, weil das ist mein Leben. Ich liebe das, ich sehe einfach gerne zu, wenn Dellen, egal welche Größe, einfach so verschwinden und das Fahrzeug im Originalzustand bleibt. Das ist für mich so das Nonplusultra. Und deswegen teile einfach diese Videos, weil es ist einfach auch eine Bitte, es müssen so viele wie möglich davon erfahren, weil diese Technik ist wirklich der King und die soll auch nicht mehr geheim bleiben. Und ja, und wenn du Fragen hast, irgendwelche Anregungen, falls du irgendwelche Fälle schon selber erlebt hast, dann schreib mir in die Kommentare und ich versuche mit meinem ganzen Wissen auf deine Wünsche einzugehen und die auch vielleicht für Zukunft vernünftige Lösungen anzubieten. Denn es ist nicht das System, was drumherum aufgebaut ist, wie Auto, also Hersteller, Autohäuser, Werkstätten, Versicherungen, die das Ganze steuern und die das so steuern, dass es für uns optimal abläuft, sondern es sind wir selber, wie Autofahrer, müssen selber entscheiden. Ist es meine Sache, dann muss ich selber entscheiden, wie ich das zu reparieren habe. Und das ist einfach die Botschaft von mir an dich. Nicht einfach über dich ergehen lassen, das bringt nichts. Wir haben ja gesehen, wohin das führt und sollen jetzt das selber in die Hand nehmen, als Autobesitzer, als Autofahrer und mit diesen Informationen einfach in der Zukunft auf uns selber schauen und auch sinnvoll reparieren. Weil, wie ich schon immer gesagt habe und sagen werde, Auto reparieren war noch nie teuer. Es wird nur teuer gemacht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.